Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wer mit wem? Sodom und Gomorra? Das sage ich euch. Habt ihr ja schon im Thumbnail gelesen, die große Frage und alter Falter, man glaubt es kaum. Was wir rausgefunden haben, 70 Marken und das müssen wir einfach mal in die Detailtiefe gehen. Genau, nämlich wer... Welche Marke mit welcher unter einem Hut steckt, ich glaube, das interessiert doch mal eine ganze Menge Leute. Genau, wer macht eigentlich hier mit wem rum? Aber die große Frage, wann geht's denn los? Nach dem Intro. In diesem Video werde ich ein bisschen mal federführend wieder sein, weil das war echt eine ganz schöne Arbeit. Es gibt schon mal so einen Artikel in der Promobil, der ist von 2016. Dazu hat sich aber einiges geändert. Und zwar mit der größten Überraschung für mich unter anderem. Denn wir fangen natürlich an mit der Gruppe, die für einige sehr bekannt ist, ist die Erwin Hümer Group. Und das war für mich völlig neu in der Recherche, dass die Erwin Hümer Group SE mit Sitz in Bad Waldsee, wer ab und zu mal Avanti und Tour schaut, der weiß immer, da wird das immer mal wieder gesagt, dass sie nach Waldsee fahren. Genau. Ja, ist seit 2019 auch nur noch eine Tochterfirma der amerikanischen Thor Industries. Also die deutsche Marke Erwin Hümer auch eigentlich nur noch ein amerikanisches Produkt. Genau. War für mich völlig überraschend. Und jetzt würde ich sagen... Jetzt erzählen wir mal, wer alles eigentlich dazugehört zu dieser Erwin Hümer Group. Genau, wer mischt da eigentlich alles mit? Und wir machen natürlich die am einfachsten, die eindeutig und ganz klar natürlich zur Erwin Hümer Group gehören. Ja, das ist natürlich Hümer selber. Logisch. Ja, oder Hümer K, das sind ja die Vans da in dem Bereich. Richtig, genau. Oder wenn wir auf Wohnwagen mal schauen, das ist auch relativ klar, man erkennt es vom Logo her. Eriba. Logischerweise. Genau, die coolen Wohnmobile. Dann, Wohnwagen, genau. Danke. Mhm. Coole Wohnwagen auf jeden Fall. Dann definitiv Bürstner ist ein Unternehmen, eine Marke der Erwin Hümer Group. Mhm. Wir haben Detlefs. Ja. Dann Niesmann und Bischoff, also die qualitativ sehr Premium-Fahrzeuge. Mhm. Etrusco. Wenn das so geschrieben, so gesagt wird. Tatsächlich wird so gesagt. Ich hätte gedacht, er nimmt jetzt hier was anderes hin. Auch für euch dieses Video drehen wir ein zweites Mal, weil das nicht funktioniert hat mit dem Ton. Jetzt haben wir einen anderen Ton genommen. Genau. Und da musste ich das nämlich aussprechen. Mhm. Aber ich habe es hingekriegt. Genau, so. Hast du hinbekommen. Weiter geht's. LMC gehört natürlich zur Erwin Hümer Group. Leica auch noch. Und dann, diese Fabrik ist in Sachsen, wenn mich nicht alles täuscht, sogar in Dresden, das ist die Gabron, die Reisemobilfabrik. Und dazu gehören wieder zwei Marken. Das eine ist Carrado. Und das andere ist Sunlight. Also ihr merkt ganz, ganz viele Produkte, die dort zur Erwin Hümer Group gehören, die zur Thor Industry gehören. Und bevor wir jetzt weitermachen mit der nächsten Truppe, stellen wir euch erst um. Genau. Von den deutsch-amerikanischen Unternehmen gehen wir jetzt nach Frankreich, nach Paris. Ne, da sitzt nämlich welche Gruppe? Die Trigano-Gruppe. Die auch sehr viele bekannte Marken intus hat. Unter anderem natürlich die Marke Challenger. Genau, dann haben wir natürlich Forster noch dabei. Karmann Mobil. Das Rollerteam. Also bei Karmann Mobil, ne, die sind ja eigentlich, wenn man original, sind sie ja von VW. Karmann war mal VW aus Osnabrück, das hat sich dann alles erschlagen. Karmann Mobil hat sich dann wieder irgendwie gerappelt, also die haben es wirklich auf die Reihe bekommen und sind dann in die Trigano-Gruppe dazugekommen. Mhm. Forster hast du gesagt, Rollerteamer Chausson gibt es da. Dann haben wir die Mobil Venta. Dann Venta, so. Genau, Mobil Venta und dann Remor. Genau. Und ganz neu auch dazugekommen zur Trigano-Truppe, muss ich gerade überlegen, das war jetzt nicht so lange her. 22, glaube ich, hast du gesagt, oder? Oder 21, ist nicht zu lange her, wenn ich alles Gute versuche, es nochmal einzublenden. Ist auf jeden Fall gehört da Adria dazu. Mit ihrer Made by Adria versus Mobil Sun Living, das ist ja auch diese,
das heißt, die günstige Adria-Marke, glaube, so kann man das nennen. Kann schon sein. Das ist auf jeden Fall die Unterkategorie. Trigano-Truppe. Jetzt machen wir es ganz einfach, mal ein bisschen weniger Gruppe, sondern einfach nur eine. Ich gebe mal einen Tipp. Gehören aber zusammen, kann man schon sagen. Gehören zusammen, erkennt man auch am Logo. Mhm. Ist ein deutscher Hersteller in Sitz in Aulendorf. So, ich glaube, jetzt ist der Groschen gefallen. Genau, die Karthago Reisemobil GmbH. Und dazu gehört natürlich Malibu. Wo wir drin sitzen, also Malibu Karthago, relativ einfach. Für euch, was ihr nicht wissen könnt, hinter uns ist der Nord-Ostsee-Kanal. Wir sind in der Nähe von Rendsburg. Und wo wir schon mal in Rendsburg bei Fockbeck sitzen, haben wir da die nächste Firma, die relativ sehr bekannt ist. Einer der einzigen norddeutschen Firmen überhaupt, oder die norddeutsche Firma, Hobby. Genau, und dazu gehört natürlich Fendt. Genau, Fendt kennt ihr vielleicht als Traktorhersteller. Mhm. Da kommt das auch tatsächlich her, wenn man nämlich Fendt anschaut, das Logo mit dem anderen Fendt, die gehören zusammen. Und der Mann macht mich wahnsinnig, dass er immer schon wieder weitergeht, weil er Stress hat. Was ich noch interessant fand, ich habe mal einfach gesagt, wie heißt denn die Firma Hobby überhaupt? Das ist Hobby Wohnwarenwerk Ingenieur Harald Striefski GmbH. Also wenn das zukünftig immer auf den Autos draufstehen würde, passt da nichts anderes mehr hin. Ich wollte gerade sagen, dann ist Hobby erstmal Nebensache. Genau. Ganz hoch in den Norden geht es ganz rund in den Süden nach Jandelsbrunn. Da sitzt, und das ahnt dann schon, welche Marken dazugehören können, die Knaus Tappert AG. Genau. Dazu gehört natürlich Knaus und Tabbert. Richtig. Dann haben wir auch noch Weinsberg. Genau, das merkt man immer schon, wenn man Knaus und ein Weinsberg daneben steht, dann kann man schon ahnen, ja, die gehören zusammen. Ja. Dann gibt es da TNB, das ist ein Wohnwagenhersteller. Mhm. Und das, was dich überrascht hat? Ja, das ist Morelo. Genau, war ein eigenständiges Unternehmen, hat sich aber auch zusammengetan, was halt immer interessant ist. Die tun sich alle zusammen, das müsste ja in den Kosten eigentlich runtergehen, dass die Kosten Ersparnis sind, weil wenn man viel auf eins macht. Haben wir noch nicht so festgestellt, ja. Aber okay. Das ist immer sehr, sehr interessant. So, die nächste Truppe ist wieder ein französisches Unternehmen, das heißt, wir wechseln immer zwischen Deutschland und Frankreich. Naja. Sind auf jeden Fall die bekannten Marken, die wir hier in Deutschland auch mitfahren. Genau, da kommen wir jetzt zur Gruppe Pilote, also die Pilotengruppe. Ist ein französisches Unternehmen seit 1992, eine Unternehmensgruppe, mit Sitz in Frankreich. Diese Stadt kann ich nicht aussprechen, die wird eingeblendet. Genau. Aber wer gehört eigentlich alles dazu? Pilote natürlich. Dann RMB mit diesem Sonnenuntergang-Logo. Ich habe erst überlegt, kenne ich diese Marke? Doch, habe ich schon. Haben wir schon mal gesehen. Haben wir hier tatsächlich schon gesehen. Dann Bavaria. Dann Han Road. Für euch, was ist Han Road? Dann, falls ihr das noch nicht gesehen habt, das sind einfach solche VW-Bullies, also diese Vans, Middle Vans ausgebaut. Das ist Han Road bei Pilote. Dann haben wir Joachim. Dann Moveo. War für mich auch überraschend, dass die zur Pilote-Gruppe gehören. Und Le Voyager. Und, das war nämlich noch nicht alles, genau, dann natürlich eine deutsche Firma, die sich zur Pilotengruppe dazugeholt hat. Das ist Frankia und zu Frankia gehört einfach dazu Yukon. Und dann haben wir die ganze Gruppe, Pilotengruppe, einfach mal abgeschlossen. Wieder von Frankreich nach Deutschland. Hab das gar nicht so getimt in unserer Folie, aber ist herzlich willkommen. Wieder zurück nach Bayern, weil das ist auch wirklich, was uns aufgefallen ist. Alles in Süddeutschland. Es gibt irgendeine Marke, die ist noch im Münster, aber ich weiß nicht mehr, welche das war. Vielleicht wisst ihr es dann ab und in die Kommentare. Wir möchten ja immer schlaues Publikum haben, auf jeden damit Fall wir schlauer werden. Sind wir jetzt in Einringen. Genau. Ist das richtig hier ausgesprochen? In Einringen, ja. Genau. So eine Art. Wir sind bei der Purcell Group, the what traveling can be. Das Logo und natürlich gehört zur Purcell Group das Original Purcell. Genau. Und dazu gehört natürlich auch Clever Vans. Ja, Clever Vans, da können wir auch dazu sagen. Das war mal eigenständig. Der hat bei Purcell gearbeitet, hat sich dann eigenständig gemacht, ist aber im Endeffekt in der Gruppe irgendwie verblieben. Richtig. Roadcar, das Einsteigermaterial bei Purcell. Das, was TCL fährt, also Kai, nämlich Globecar. Genau.
also, Travel the World. Ne? Also wenn, eigentlich könnt ihr euch wirklich einen Globecar kaufen. Ihr habt gesehen, wenn ein Kai dieses Fahrzeug nicht kaputt kriegt, dann genau. kann das Ding, dann läuft das bis zum geht nicht mehr. Genau. Dazu, ganz, also ganz neu ist es nicht, gibt es ja schon ein paar Jahren, ist natürlich, was auf Space Tourer ist, auf der V-Klasse, auf der, oh Gott, was geht, Vito-Klasse. Hm. In dem Bereich, das sind ja die Campster und Vanster, ne? Das sind also diese Ausbau. Gibt es auch den E-Vanster, der jetzt noch nicht so gut ankam. Mhm. Und natürlich, man merkt schon, wenn es Mercedes ist, dann ist es der Vanstar oder der Campstar. Genau. Das ja. sind einfach diese Mobile. Also ich bleib dabei. Ich habe das schon gut getimed, wo ich diese Auflistung gemacht habe. Es war völlig nicht nachgedacht und am Schluss sind wir schon wieder in Frankreich. Ja, genau. Wir wechseln immer Bayern, Frankreich, Bayern, Frankreich. Zur Rapido-Gruppe, da ist der Name Programm, da wisst ihr schon, welche Marke dazugehört. Ja, das ist natürlich Rapido. Ja, dazu gehört, für uns auch immer wieder sehr interessant zu erfahren, da ist natürlich Camper Eve dabei. Genau, dann Dreamer. Dann haben wir dort Florette. Die Giotti Line. Dann Itineo. Genau. Und Westfalia. Genau. Und das ist für mich wirklich die Überraschung, weil ja. ich dachte eigentlich, Westfalia ist auch ein deutsches Produkt. Ist auch ein deutsches Produkt, aber hat sich auch halt der Gruppe Rapido zugewandt. Mit Sitz in Mayenne. Also, dass ihr einfach mal wisst, wo ist was. Und jetzt, meine lieben Leute, gibt es natürlich noch zig andere Marken. Genau, die sind jetzt eigenständig. Genau, da muss ich jetzt für dich wieder aufpassen. Also zu denen müssten wir was sagen und zu dem würde ich was sagen. Das heißt, ich fange gleich mal an. Richtig, mach mal. Und zwar Affinity, diese Produkt kennt ihr ja, diese Marke. Es wird immer behauptet, das wäre eine Untermarke von Kabe, den schwedischen Premium-Hersteller. Jetzt könnte man natürlich ein bisschen, wenn man recherchiert, mitbekommen, sie nutzen auf jeden Fall absolut das Know-how von Kabel. Erscheint aber, und bitte berichtigt uns, also wir haben damit kein Problem, wenn wir hier was völlig Falsches erzählen, schreibt es runter in die Kommentare. Laut Internetseite ist Affinity eigenständig, auch wenn sie dieses Rot-Schwarze aus Kabel auch irgendwie dabei haben. Aber ja, sie haben keinen Verweis, also überhaupt nicht. Ja, ne? Außer, also, dass sie halt wirklich das Know-how von Kabel nutzen. Das steht eindeutig da. Welche Marken gibt es denn noch, die für uns augenscheinlich eigenständig sind? Ja, Bravia Mobil. Hergestellt in Slowenien, haben wir jetzt durch Zufall erfahren. Mhm. Dann Ventura. Ventura ist aber basierend, das haben wir heute erfahren, auf Knaus-Basis. Richtig. Ja, aber das ist so wie, den könntest du vielleicht gerade mal nehmen, wir haben, weil es ist dasselbe Beispiel. Genau, es ist wie Hannes Camper, der nämlich im Prinzip die Basis von Robeta ist und das wird halt im Robeta-Werk hergestellt und es ist halt das Branding Hannes Camper. Genau, weil es nach deren Vorstellungen gebaut worden ist und so ist Ventura nach deren Ideen gebaut worden. Dann gehört natürlich ganz klar Premium Class Concorde, absolut eigenständige Marke. Genau, Phoenix ist genauso eigenständig. Dann eine Manufaktur. Könnten wir wieder auf Avanti und Tour, aber die sind, glaube ich, die würden da nicht wieder zurückkehren zu La Strada. Sind leider etwas enttäuscht davon. Dann haben wir natürlich VW Nutzfahrzeuge. Die genau. bauen ja auch Wohnmobile. Und zwar den Grand California. Richtig. Ich habe immer so überlegt, kann man die dazu nehmen? Doch, definitiv. Der Grand California gehört ist ein dazu. Eigenständiges Produkt von VW Nutzfahrzeuge. Genau. Ob es ein gutes oder schlechtes Fahrzeug ist, ist ja dahingestellt. Das ist ja eh egal. Dann nehme ich jetzt gleich mal zwei Produkte. Das ist einmal Orange Camp, die bauen aus Braunschweig, die bauen auf Basis Knaus-Weinsberg ihre Fahrzeuge ist auf. Ist auch ähnlich, genau. Und Miller ist ungefähr dasselbe, die bauen aber in Italien aus. Das heißt, das sind, wenn man so will, Händler, die ihre eigene Marke sich da gesetzt haben. Genau. Dann haben wir noch Benima. Dann auch wieder eine Marke. Heute kommt Avanti und Tour öfters in unserem Video vor, weil von dort haben wir es öfters mal gehört. Richtig. Globe Traveler. Mhm. Dann haben wir Tournee. Dann auch definitiv gehört dazu, auch wenn es eine Automobilmarke sein könnte. Es ist Ford mit dem Ford Nugget. Den kannst du bei Ford so kaufen. Also du kannst natürlich Ausbauten kriegen wie Westfalia, aber den Ford Nugget kriegst du direkt bei Ford und kannst ihn so nutzen. Genau. Und zum Schluss haben wir noch Megamobil. Genau.
Und Robeta, aber Robeta hattest du schon bei Hannes Kimper genannt, deshalb richtig. Ist das so im 1. Ja, ist doch mal spannend zu sehen hier, ne? Wer hier irgendwie mit wem rummacht. Genau. Also das ist wirklich für uns mal ein interessantes gewesen. Wir haben vielleicht jetzt Marken vergessen. Ja, seid es gibt uns nicht böse. Vielleicht auch noch wir mehr. Haben 70 Marken gefunden. Die konnten wir zuordnen, teilweise halt auch noch nicht zuordnen. Falls wir hier was vergessen haben, dann wäre es für euch interessant, welche Marken haben wir denn vergessen? Schreibt noch nicht, ob die zu irgendjemandem dazugehören, weil vielleicht können wir dazu irgendwann mal ein weiteres Video machen, und zwar wer mit wem Teil 2. Aber einfach nur mal rein in die Kommentare, interessiert uns, was es noch alles für Marken gibt. Idealerweise im deutschsprachigen Raum. Genau, also wir haben geguckt, dass wir halt natürlich Fahrzeuge bekommen, wo wir auch, ich sag mal, eine deutsche Anleitung und so weiter haben, also die auch für den deutschen Markt hergestellt. Also wir haben jetzt nicht in Amerika geguckt, wo Chrysler und wie sie alle noch heißen bauen. Wir haben auch nicht nach Asien geguckt, wir haben nicht nach Afrika geguckt oder andere Sachen. Also das haben wir ausgeschlossen. Also wenn ihr noch Marken habt, die im deutschsprachigen Raum, also gerne in der Schweiz, gerne auch in Österreich, meinetwegen auch Niederlande, Belgien, wo man noch Deutsch spricht, gerne rein, weil, wie gesagt, wir haben bestimmt die ein oder andere Marke vergessen. Aber wird's 70 immer gehen, klar. Marken, ich war erschlagen, hätte ich nicht gedacht, dass wir 70 Wohnmobil, okay, Eriba ist jetzt ein Wohnwagen, also wir hatten 2-3 Wohnwagenhersteller, aber insgesamt, wie viele Marken da gibt, holla die Waldfee. Das heißt, für euch, ihr habt viel Auswahl, da empfehlen wir euch, geht auf jeden Fall auf Messen. Schaut euch die Fahrzeuge dann mal an, guckt, welche Händler bei euch dann in der Gegend sind und testet bitte die Fahrzeuge aus. Genau. Und ich sag mal, eine grobe Vorauswahl könnt ihr natürlich ja immer über Videos euch ja auch treffen, ob euch überhaupt das Fahrzeug in die Richtung interessiert. Das hat uns zum Beispiel sehr gut geholfen, als wir unser Fahrzeug ausgesucht haben. Also da können wir euch alle YouTuber empfehlen, da von A wie, jetzt muss ich überlegen, Avanti und Tour oder die Alfis, weil ich die ja jetzt auch in Essen gesehen hatten, bis richtig. Z. Da fällt mir keiner ein. Nee. Habe ich jemanden mit Z? Nee, wüsste ich nicht. Auf vielleicht jeden Fall. Ja, aber ich weiß gerade. Dann machen wir Travel Camping Living, der ist mit T. Und Camper Tobi, wir sind Camper. Die Camper Vagabunden oder Vagabunden Camper, Ollis Reisen, wir und so weiter und so fort. Es gibt so viele YouTuber. Hinfahren bei Katja. Genau. Wollen wir nicht vergessen. Also guckt einfach dort noch auf die Kanäle nach. Da werden immer wieder Fahrzeuge vorgestellt. Nimmt das als ersten Ansatz. Und dann würde ich sagen, Messebesuch, Händlerbesuch, Probefahren, Testwochenende und dann erst kaufen. Ich glaube, dann macht er auf jeden Fall nichts verkehrt. Richtig. Und jetzt wisst ihr, wer hier mit wem rummacht. Wir werden uns jetzt hier verabschieden. Genau, weil wir jetzt nicht rummachen werden, sondern einfach mal abwaschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.